Grüß Gott und herzlich willkommen zu der nächsten der zahlreichen Folgen von Flaschendreh. In dieser Folge widmen wir uns wieder mal dem Weinland Steiermark. Und das hat vor allem einen Grund, schauen Sie auf den Kalender, es hat mit den Veröffentlichungsdaten steirischer Weine zu tun. Es geht vor allem um die ganz, ganz großen steirischen Weine, die ja seit nicht allzu langer Zeit ein striktes Veröffentlichungsdatum haben, so dass Weingut oder der Winzer dem STK, dem steirischen Klassikglauben, frönt oder zugehörig ist. Veröffentlichungsdatum ist ja super, sonst ja. Kein Ablaufdatum. Nein, nie. Gar bei großen Steirischen ganz, ganz falsch, nichts Ablauf, Veröffentlichungsdatum. Zu diesem Zwecke haben wir uns das Weingut Thement sozusagen zur Brust genommen. An dieser Stelle auch einen recht herzlichen Dank an das Weingut Thement, ganz speziell an Stefan und Armin Thement, weil was Sie hier gerade sehen, ist zum Zeitpunkt unseres Drehs heute noch im Fass. Großen Fass. Noch bei Weitem nicht im Verkauf, noch im Fass, noch nicht mal auf Flasche gefüllt. Horror, kein Rückenetikett. Wir haben gerade gerätselt, ist das jetzt 2010, 2011? Wir haben jetzt ein bisschen herumrecherchiert, weil wir uns nicht mehr ganz sicher sind. Was Sie hier stehen sehen, ist große steirische Lage. Also muss es 2010 sein. Aus der bekannten, berühmten, fast berüchtigten Lage Zierek. Daneben 2011 steirische Klassik Sauvignon Blanc. Das andere ist auch Sauvignon Blanc. Der ist schon veröffentlicht, den kriegt man jetzt schon, den haben wir ganz offiziell erworben. Den haben wir dankenswerterweise als Fassprobe für diese heutige Verkostung zur Verfügung gestellt gekriegt. Gut, fangen wir an mit dem kleineren Wein. Sauvignon Blanc, steirische Klassik 2011. Bereits im Verkauf, also für Sie schon längere Zeit verfügbar. Sollten Sie wieder erwarten und sträflicherweise noch keinen zu Hause haben. Erzählst du uns was über steirische Klassik? Steirische Klassik, sortentypisch, jahrgangstypisch, im Stalltank ausgebaut. Passt. Das genügt einmal als Rahmendaten. Farbtest. Bestanden. Ja. Sind wie viel Kelvin? Ich würde sagen 4500. Okay, für Menschen, die diese Skala nicht kennen, beginnendes Gelb, vorher noch Grün. Ja, wir haben den Wein leider zugehabt und gerade erst aufgemacht. Der hätte ein bisschen Luft braucht. Bäckel der Wein. Reduktiv im Fachjargon. Sonst dahinter. Macht aber nichts. So ein bisschen Katzenbisse halt statt Böckeln, Dackelbeeren. Ja. Prost. Schauen wir, was am Gaumen los ist. Schöne Säure, Biss. Ja, guter Biss. Trinkanimierend, fließt gut, hätte ich gesagt. Fruchtig, ja, oh ja. Ja, schön. Schöne Struktur, hängt sie nicht nur an der Säure auf. Ja. Vielleicht kann das Medium Facebook klären. Mich würde es nicht wundern, wenn dieser Wein eine Zeit lang auf der Maische gelegen wäre. Am Gaumen. Relativ voll, aber trotzdem einfach. Steirische Glas. Vorne Frucht, Säure, zack, trinkt man. Genau. Unkompliziert, so ein Festl. Richtig. Sehr schöner Sortenvertreter. Ja. Versteht man? Steirische, sehr schöne steirische Ausprägung dieser Sorte. Genau. Ja. Ja. Passt. Passt. Und jetzt schauen wir mal das große Kaliber dazu an. Wie gesagt, Fassprobe, noch nicht im Verkauf. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir das probieren dürfen. Der war vorher schon offen, das muss man dazu sagen. Da haben und wir das war auch gut so. Da habe ich vermutet, und richtig vermutet, dass der noch ein bisschen unfertig sein wird. Wobei unfertig ist jetzt relativ... Ja, nein, fürs Füllen halt hergerichtet. Genau, für fürs Füllen hergerichtet. Der war beim Aufmachen... deutlich reduktiv. Gut. Schauen wir, wie es jetzt ist. Genau, zuerst schauen wir die Farbe an. Ja. Bestanden. Der ist jetzt auf jeden Fall dunkler, aber nicht so dunkel, wie man es von einer großen
ersten, wie? Große Lage, von einer großen Lage erwarten würde. Ja. Vielleicht ist es 2010 kein cooleres Jahr. Ein schlankeres Jahr. Schlankeres Jahr. Oh. Hm? Groß hinsetzen. Gut. Ja. Dann schauen wir mal, wie riecht. Die Couch ist echt nicht so lässig. Für uns nicht so von Vorteil. Wir sind im Bauch einzeln. Nein, wir gehen wieder ins Burgunderstudio. Schauen wir mal, wie schlank riecht. Nein, so riecht schlank nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall viel gesetzter. Ja. Im Vergleich zu dem, da sticht die Säure in die Nase, das ist frisch, fruchtig, steirisch. Das ist was anderes. Mhm. Das hat Charakter. Die Reduktivität hat er jetzt verloren durch die Stehzeit, die offene. Ja, allerdings. Es ist wirklich so eine reife Stachelbeernoten. Bisschen Exotik. Drin. Würde ich ihm zuschreiben. Ja. Prost. Genau. Einmal geht's noch. Also gemeinhin sagt man ja, dass 2010 ein schwieriges Jahr ist. Wenn das der Wein eines schwierigen Jahres ist, dann würde ich mir ja noch viele schwierige Jahre wünschen. War ja schon oft so. Gute Winzer machen einen schwierigen Jahren gute Weine. Scheint so zu sein. Und die schwierigen Jahre entpuppen sich dann in der Zukunft als die interessanten Jahre. Mhm. Man denke an 2001, 2005, einer meiner Lieblingsjahrgänge. Mhm. Im konkreten Fall dieser 2010er Sauvignon Tirek, große Lage, ist es ein großer Wein, ohne dass er sich groß geben muss. Nein. Der ist jetzt sehr elegant, sehr behende, überhaupt nicht so panzerartig, sondern sehr präzise in der Geschmacksaussage, schöne Säure. Aber keine hervorstechende Säure. Gar nichts. Sehr schön eingebunden, trotzdem einen guten Trinkfluss, hätte ich gesagt. Ja. Ja? Ich meine, 2010, ja, eher schlanker. Ja. Eher schlanker. Guter Wein. Absolut, absolut. Sehr schöne Fruchtaussage. Die Stachelbeeren sind wieder da, die Exotik ist ein bisschen deutlicher. Ja, also man kann sich auf den 1. Mai freuen, wenn das dann endgültig in den Verkauf kommt. Ja. Es wird wahrscheinlich viele Weine geben, die nicht so super sind, aber der ist echt gut. Aber das ist jetzt kein üppiger Wein. Nein, und es steht ihm aber sehr gut, dass er das nicht ist. Ja. Ja, was sagen wir jetzt als Fazit zur steirischen Klassik? Die steirische Klassik ist und wird niemals mein Wein werden. Mhm. Ich habe es gern ein bisschen charaktervoller. Ja. Charaktervoll finde ich jetzt ein bisschen einen schwierigen Ausdruck. Aber, na gut, also jetzt hätten wir über die kleine steirische Klassik was sagt. Was sagen wir zur großen Lage? Die Burgenländer? Die große Lage ist jetzt ein ganz anderes Kino. Das geht schon in meine Richtung überhaupt, weil einfach der Gehalt einer großen Lage da ist. Und nicht die Üppigkeit, die man halt dann gern da rein tut. Also das ist ein Wein, der Struktur hat, der balanciert ist. Klarer Sortenvertreter gegen großen Wein, gegen ist eigentlich falsch, mit großem Wein, beides aus dem Hause Dement. Was wir sagen können ist, 2010 scheint auch dem Hause Dement nicht wirklich was getan zu haben. Wir vermuten ja fast im Gegenteil, dass da vielleicht ein paar Geheimtippweine herauskommen. Ja. Wenn wir punkten müssten, was würde man dann tun? 85 für die Klassik. Okay. 91 für den Zirek. Gut, dann schlägt bei mir der Steirer durch. 86, 93. Die Steirer. Die Statistik wird es wieder richten. Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Genau, wir freuen uns auf Ihre Bepunktungen. Ab dem 1. Mai können Sie auch dafür Punkte abgeben, weil vorher können Sie eigentlich nicht getrunken haben. Insofern stoßen wir an auf unser Privileg, sagen nochmal herzlichen Dank und wünschen viel Vergnügen. Prost!